Regionalzug 3596 Radstadt Bischofshofen. Sie fahren heute einen Regionalzug. Rüstet einen Triebwagen auf, SIFA, PZB, Türen öffnen. Viel Spaß und eine gute Fahrt. Schließe das Fenster, um das Szenario zu beginnen. Das werden wir gleich einmal machen. Und somit begrüße ich euch natürlich sehr herzlich und auch die Ihnen hier auf der Strecke, sehr gut, zu einem weiteren Samstagsvideo hier im Trennsimulator 2022 mittlerweile, genau. Wir befinden uns heute hier in Radstadt auf der Strecke Enztalbahn Upgrade in der Version 1.1 der Alpha-Abteilung. Näheres in der Videobeschreibung. Ja, wir werden hier mal die Fahrgäste zusteigen lassen. Dann werden wir uns einmal zur Seite drehen. Und die Batterie starten. Zugssicherungssysteme. Werden wir dazu schalten. Federspeicher lösen wir einmal, dann den Pantographen heben. Er liegt nun auf. Hier haben wir auch unsere Baureihe 4023. Und werden wir jetzt den Hauptschalter einlegen. Dann brauchen wir auch noch die Instrumentenbeleuchtung, die finden wir hier. So, die Dame will auch einsteigen, oder schauen wir mal. Und ich glaube, Bischofshofen ist auf 36 oder 38. Auf jeden Fall irgendwas mit 30 war's. Auf jeden Fall, es war mal früher auf 36. Aber egal, wir werden auf jeden Fall mal abfahren und die Türen schließen. Und dann werden wir mal losfahren. Und nachdem wir in der Überwachung sind und die sie für uns wieder mal erschreckt hat, so, hier sehen wir auch zu unserer rechten bzw. zu unseren linken Seiten ein 1954er Signal. Wir hoffen natürlich auf keine Gegenzüge hier, aber das werden wir dann auch sehen. Hier ist der Bahnübergang geöffnet, sehr schlecht, glaube ich, das. Ja. Wenn wir dann aus der Überwachung draußen sind, werden wir auch auf die 70 beschleunigen dürfen.
Aber noch nicht, denn wir sind noch aktuell in der Überwachung drin. Meine sehr verehrten Fahrgäste, ich begrüße alle zugestiegenen Fahrgäste in Rathstadt im Regionalzug der Österreichischen Bundesbahn in Richtung Bischofshofen. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt wäre Altenmarkt in Pungau. Genau. Wir befreien uns jetzt einmal. Sonst haben wir nicht massive Verspätung. Und Verspätungen sind ja bekanntlich nicht gut. Überhaupt jetzt im Herbst, wo es um 19.20 Uhr schon vielleicht etwas kälter ist. Wieder war der Bahnübergang geschlossen. Der nächste Halt, Altenmarkt in Pungau, der Ausstieg in Fahrt Richtung links. Richtig tolle Ansage. Und wir sind auch sehr pünktlich dran. So, willkommen in Altenmarkt in Pungau. Stehen. Ob ich es doch noch finde. Gänsendorf könnten wir auch mal fahren. Bei Wiener Neustadt könnten wir auch wieder mal anfahren. Bernburg, wo ist denn das in der Schweiz? Keine Ahnung. Lindau am Bodensee, nein. Eigentlich müsste es auf 37 sein, aber ich meinte auf 36. Der fällt. Nein. Egal, dann lassen wir es einfach so. Köblitz, Köblitzer Bergland. Alles schlecht. Ja. Dann nehmen wir einfach 0 und wir schließen die Türen. Nächster Halt wäre dann eben im Pungau. Dann gibt es noch St. Johann im Pungau. Das ist aber wiederum auf einer anderen Strecke von RSSLO. Oh, da ist der Bahnübergang geschlossen.
Wenn wir dann mal in die Außenansicht gehen. Na, da lässt uns der liebe Train-Simulator. Ui. Schutzstrecke übersehen, also gesehen schon, aber das entschuldige ich mich vielmals. Einfahrt. Meine sehr verehrten Fahrgäste, der nächste Halt eben im Ponga, der Ausstieg in Fahrt Richtung links. Hey, da steht ein Intercity. Servus, Kollege. Wir sind nun eben im Bongo angekommen und wir haben hier die Baureihe 101, die wartet doch auf Fahrgäste oder ja, Ausfahrt hätte sie auf jeden Fall schon, aber ja. Aber typischer 101er Sound. So, für uns heißt es nun Türen schließen. Und weiterfahren. Nächster Halt wäre dann Niederfritz St. Martin. Da wäre eine schöne Außenansicht. Kriegen wir doch eine. Wenn wir hier mal die Stopptaste drücken. Denn ich würde da gerne eine schöne Vorbeifahrt haben. Nein.
Oh. Aber der Tempomat hier im Zug, wenn man es so nennen darf, funktioniert ja auch nicht sehr hervorragend. Natürlich, es geht auch ziemlich hebig ab auf der Enzzahlbahn. So, unser nächster Halt, habe ich eh schon erwähnt, den erreichen wir voraussichtlich circa 2 Minuten. In 800 Metern erreichen wir unseren nächsten Bahnhof. Warten auch schon einige Fahrgäste. So, willkommen. Bitte einsteigen oder aussteigen, je nachdem. Denn dann geht auch gleich weiter hier mit unserer Erkundungsfahrt auf dem Enztalbahn-Upgrade. Ah, alles Wissenswerte über das Szenario und über sonstige aktuelle Informationen zu diesem Spiel und ähnliches in der Videobeschreibung unterhalb dieses Videos. Und wir fahren trotzdem weiter. Die Türen gehen zu und der Zug fährt in Kürze ab.
Nur 60. Beim nächsten Hauptsignal dann. Nur 60 sehen wir schon an den zwei grünen Lichtern. Der nächste Halt Hütter oder Ausstieg und Fahrt Richtung rechts. Da passt auch diese Musik. Sehr schön. So, Bahnübergang ist zu, ja. Einfahrt in Hüttau. Na, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Ausstieg hier ist auf rechten Seite. Ausfahrtssignal mit 60. Türen zu, es geht weiter. Aber dann mit der Kamera noch etwas zurück. Jetzt hat er einen Zug kaputt gemacht. Sehr schön. Jetzt ist der Zug kaputt, oder wie? Ah, da war eine Bremse angezogen. Thank you.
nichts hat dann Böham. In circa 5 Minuten. Also circa. Geht's wieder bergab? Also nicht bergauf, es geht bergab. Richtung Bischofshofen. Sehr schöne Brückengeräusche. Gefällt mir auch richtig gut. Diese Geräusche auf der Brücke, das Geräusch gefällt mir nicht. Das ist die Sifa. Nächster Halt, Böham, den ziehen wir da in der Hut. So, einfahren wäre dann mit 40. Knappe 2 Minuten Verspätung circa. Der nächste Halt Pöham, der Ausstieg und Fahrt Richtung links. Servus. Oh, wir haben
Ausstieg links. Und schauen wir uns mal die 1116 an. Genau, das ist die Hackschnitzelvereinigung. Aber dass sie die KI-Züge nicht fahren. Ja, auch wenn die grün ist. Der Dispatcher hat wieder mal bleibst halt da stehen. Achso. Und such, es geht weiter. Dass wir dann auch noch pünktlich in Bischofshofen ankommen. Oder links oben ist ein Prellbock, da endet dann die Strecke auch anscheinend. Wir fahren weiter, wir beschleunigen wieder auf die 70 km/h. So, da hinten geht gerade die Sonne unter. Und wir fahren jetzt Richtung Salzburg oder beziehungsweise Richtung Schwarzach-St. Veit. Salzburg-Schwarzach-St. Veit, Dauernbahn. Und wo es dann auch noch immer hingeht, von Bischofshofen aus gesehen. Vorne ist dann auch schon der Tunnel und nach diesem Tunnel kommen wir dann bei Bischofshofen raus. Ja, und von dort auf geht es in die große weite Welt. Richtung Salzburg, Richtung Klagenfurt, Richtung München, Richtung, keine Ahnung. Oh, ich sehe auch Beleuchtung im Tunnel. Trotzdem werden wir hier das Fernlicht aktivieren. Oder auch nicht. Erreichen wir in Kürze unseren Zugendbahnhof Bischofshofen. Meine sehr verehrten Fahrgäste, in Kürze erreichen wir unser Ziel und ein Bahnhof Bischofshofen, der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Bitte vergewissern Sie sich, keine liegenden Gegenstände im Zug liegen zu lassen. Vielen Dank.
So, dann münden wir jetzt auf die Strecke ein. Ja, circa eine Minute Verspätung aufgebaut. Aber das ist jetzt nicht allzu schlimm. Wir dürfen hier die Bahnsteigabtrennung überfahren. So, dann werden wir hier halten. Damit auch unsere Fahrgäste nicht 3 Kilometer zu den Stiegen gehen müssen. So, Ausstieg nach rechts. Vorne habe ich gerade was gesehen. Okay. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Fahrt auf dieser schönen Strecke gewesen. Unser Zug endet hier genau. Ja, das war's, glaube ich, mit unserer schönen Fahrt hier auf Endstation Upgrade. Weiter geht es hier um 19.56 Uhr sicher weiter Richtung Salzburg oder wieder zurück nach Selztal oder so. Aber für uns war es das hier auf jeden Fall. Liebe Leute, willkommen in Bischofshofen. Ja, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle hier von euch. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und ciao, sagt der Markus.